Aber diesmal schaffen wir ihn. Ja! 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 Das erste Mal! Ah, warte, ich muss weiter drücken. Nee, muss ich nicht. Nice. So Leute, herzlich willkommen zurück zu Hades. Wir haben in der letzten Folge die Helden des Elysiums bezwungen und machen uns jetzt auf den Weg zum Ausgang der Hölle. Und dazu müssen wir erst durch den Tempel des Styx. Und natürlich, wie immer, würde es mich freuen, falls euch das Projekt gefällt, lasst ein Like da, schreibt einen Kommentar oder abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt, damit ihr auch keine Folge mehr verpasst. Ah, hier kann man einen Hammer umschmieden quasi. Also ein Hammer weg, dafür zwei Hammer dazu. Welchen haben wir denn? Wir haben... Verdammt, sieht man das gar nicht, oder? Hä? Irgendwas mit Rüstung und so. Aber es wäre schon sinnvoll, glaube ich, den Hammer umzuschmieden. Ein Diamant und Demeter. Nee. Nee, wir sollten den Hammer umschmieden. Hallo Hundi. Lässt mich nicht vorbei. Ja, ich weiß schon, was ich tun muss. Was macht denn Sinn? Gold macht eigentlich Sinn. Komm. Schmeckt nach nichts. Ja, was rotzt du da rum? Hier kann dich halt jeder Gegner vergiften. Gold. Espresso. Kommt der Sache schon näher. Ganze Mini-Rooms. Was passiert da? Ungeziefer. Da noch was, oder was? So, war's das? Nicht? Die haben voll viel Leben. Mützen. Trinken. Gut. Das war die falsche Kammer. Da Gold versteckt, ja. Guck an. Aber ich glaube, wir haben jetzt genug, oder? 400, oder? Na, mal gucken. Mal gucken, mal gucken. Ja, 400 leicht genug, komm. Ich habe das noch nie gemacht. Hoffentlich wird da jetzt nichts kaputt. Einfach Schuss, Kettenschuss. Nein. Ah, das ist der Zweifachschuss. Ach, ich hab's schlechter gemacht. Wirkt auf bis zu drei Gegner über. Okay. Ja. Aber den Angriff. Ja, nein, nee, ich hab's schlechter gemacht. Verdammt. Und was soll ich behalten? Powerschuss nicht möglich. Ja, lol. Das nächste.
In Ares, komm. Die Rotzei. Die hässlichen. Stirb. Was sind jetzt die Topfwesen da, die komischen Aschenbecher, Beinen? Okay. In the name of Hades. Was kriege ich? Was kriege ich? Scharmützel mehr Schaden zu. Du bei diesem Scharmützel mehr Schaden zu. Aha. Komm, nimm das hier. What is this stuff? Das willst du gar nicht wissen, was es ist. Ja, was ist ein Klingelglockending? Das heißt immer Fischen. Impossible. Nice! Ein Scheuerfisch. The vast temple of Styx and its innumerable dangers now are all that separates the underworld prince from the land outside, which he so desperately longs to see. I've almost made it. Should stock up for the road ahead. Die Frage ist halt wirklich, wenn ich das Demeter-Ding nehme, ob das gut ist. Na komm. Lass mal drauf ankommen. Spurt, bö. Hab ich überhaupt einen Spurt? Bis jetzt habe ich noch keinen Spurt. Nachdem du verletzt wirst, frösteln. Verfallen. Dann komm ich neben den Spurt. Jo, ist besser als nix. Komm hier nochmal. Oh, das war schon. You're dead. Ich weiß gar nicht, was ich bei den kleinen Kammern sagen soll. Ich bin nicht sehr gesprächig in dem in den Videos hier. Wir sind kurz vor dem Finale. Was hattet ihr von dem Spiel eigentlich? Vielleicht das? What sort of terrible snake stone is that? Was zu aber? Alter. Hey, hey, hey. Ah, das Upgrade war ein Downgrade. Ich habe keine Reichweite mehr jetzt, auf dem Schuss zu markieren.
Uiuiuiui. Olympus, I accept this message. So, was können wir hier noch? Macht Gegner langsamer. Nee, nee, komm, Gegner langsamer ist jetzt nicht so berauschend. Jo. Hier geht's zurück. Gut, dann haben wir noch zwei Prüfungen. Wir kaufen uns extra Leben. Und wir nehmen hier wahrscheinlich, was nehmen wir denn? Komm, den Apfel. Apfel genommen. Kammer Nummer 1. Kammer Nummer 2. Wieder eine Ratte. Überall ist Gold versteckt hier. Muss mal aufpassen. Sechs Scharmützel lang mehr Schaden machen. Dein Angriff aber. Dein Angriff bringt mir nichts. Nee. Ja, das nehmen wir. Klar. Mehr Leben. Also. Leben wieder auffüllen, so. Was ist das? Hässliches. Oh je. Das war's schon. Harnischbrecher. Komm, mehr Schaden. Ja, dann haben wir jetzt nur noch eine Variante, eine Möglichkeit. Die muss es jetzt ja sein. Hier alles Zeug rumliegt, ne? Hier. Also die Schlangen und das Gift, die sind halt hier am gefährlichsten, finde ich. Die Ratten sind einfach nur tanky und langsam. Ja, das war's. 300 Leben, wow. Lecker. Deep within the desecrated layer of the god-defiling satyrs lie the noisome contents of their profane rituals, so foul as to be indescribable. Cerberus just loves the stuff. Jo. Und der Cerberus das Zeug mag. Got this delicious sack of meal for you, boy. Jetzt kann ich da echt nichts kaufen, ne? Schade, schade. Cerberus. Cerberus, so. Thanks, boy. Dann geht's jetzt zum Endboss. Wir haben es geschafft, meine Damen und Herren.
The sea, the heavens and the earth. All of this belongs to my brothers. We are their kin by birth. No. No mournful speeches. Now get out of my way. You impertinent brat. Fine. Impulsiveness runs in the family. Shut up. Jetzt geht's los. Hades himself. Wo ist er? Alter. Keine Ahnung, ich mache gerade alles reflexmäßig. Kann nix, kann nicht sprechen. Alles zu schwierig gerade. Endgegner. Muss ihn vernichten. Ah, nicht die Wagen, komm. Alles nur keine Streitwagen. Ich hasse die Dinger. Weg. Komm, den schaffen wir. Ja! Ja! To have been brought this low by my own ungrateful child. I would expect such treatment from my brothers, but from you. Aber er hat noch Leben. Nein! Zwei Phasenkampf. Ich hätte wissen müssen. Ah! Laser! Der Hades Laser! Alter, hey. Schmecke meinen Zorn! Schmecke meinen Bogen! Was jetzt los? Nein, Leute, nein. Oh, nur ein bisschen Schaden noch. Bisschen Schaden noch, komm. Oh, die blöden Uhren. Nein! Fast perfekt gewesen. Aber diesmal schaffen wir ihn. Ja! Das erste Mal. Aber warte, ich muss weiter drücken. Nee, muss ich nicht. Nice. I told you that I would, Father. And I'm going to. Goodbye. Wait, just if you find her, if you somehow find her, tell her something for me. Tell her Cerberus is doing very well. What? Wait, I don't think I owe you any favors here. Now answer me one question and I'll give it some thought. How's that? I know your question, boy. But ask it anyway. Persephone, my mother, why did she leave? I... Blood and darkness. There is no escape. Goodbye, Father.
Ja. Jo, das war's. Wir haben es durch. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt einen Kommentar, aktiviert die Glocke oder bewertet den Part. Und ja, wie geht's jetzt weiter? Muss ich irgendwas drücken? Beyond the frozen overlook, await the first glimpse of the sun to your left, then onward through the cold. Sure hope this works, Nix. The surface, windswept. Racked by freezing cold, nonetheless instills within the prince a sense of awe and the sublime, for it is unlike anything that he has seen. It's beautiful. It's breathtaking. Na toll, jetzt hat er Corona. Gleich wieder zurück in die Hölle. Aber schneit es in Griechenland überhaupt? Ah, hier kann man Aussicht. Thing. That's the sun. Sein erster Sonnenaufgang. Schön. This? I can't. Warum kann ich jetzt laufen? Davor konnte ich nicht laufen. Warum kann ich jetzt laufen? Und dashen vor allem. Kämpfen? Who's there? Hello? Hello indeed. Wer bist du? Pray, who might you be wandering all the way out here? You're trespassing on private property, you know. Speak up. You must be Persephone. My name is Zagreus, and I think I might be your son. What? How dare! Get out of here! Get out, or I shall make you! Out with you! No, so then you are her. I don't care if you hate me, but I'm not leaving until I get some answers. I never even knew you existed. Why? You died. You died. Those burning feet, they sputtered out when you were born. But now you're standing here before me. How? I died? I died? What, you mean permanently died? But I'm alive. Oh, gods. You never even knew I existed either. Alive. Zagreus, he even kept your name. You live. How can this be? You live. You live. Oh, the cruel fates. My son. Mother. Ich dachte, das ist jetzt vorbei. In short, I beat him finally, though he did everything he could to prevent our meeting here like this. But there's something he wanted me to tell you in the end. He said to tell you Cerberus is doing very well. Ah, he told you that, did he? That's good. That's good. Though, tell me something, Zagreus. How is it that you found me? To have journeyed all this way, I scarce believe it. Zagreus? Oh, it's... Guess I'm just a little tired, that's all. Not accustomed to the weather, as I think you call it. No. No, that isn't it. It's that... You cannot stay here. You can't stay here. Really,
Kicking me out? Why? The fates are cruel, Zagreus. You're bound to that place. Same as your father. So they would have us say goodbye. For now. My heart soars knowing you live. But then it breaks that our time together was so brief. No. I can... come back. I can come back. Now that I found you, he... maybe he'll just let me come back. You tell him I demand it. And I demand he also tell me how come he, or for that matter Nyx, never sent notice that you lived. Olympus is all rife with schemers. But I was so naive to think that they were different. I'll tell him. I'll tell him. I feel awful. I have to go. The Styx shall take you then. Oh, Zagreus. Farewell, my son. Won't you come back to me? When you are able, please. Come back. I shall be waiting here. However long it takes. However long it takes. Can't hold on. Und das war's auch schon wieder von diesem Video. Wenn dir das Video gefallen hat und du keine Folge mehr verpassen möchtest, abonniere gerne meinen Kanal, falls du das noch nicht gemacht hast, oder lass mir ein Like da. Oder schau dir auch gern eins der vorgeschlagenen Videos an und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme.